Willkommen, Donnerstag, Zaubertag im Zaubermuseum Bellachini wieder. Mit einer schönen Nachricht, Information, denn in wenigen Tagen, am 18. Dezember, kann das Museum auf ein Jahr Bestehen zurückblicken. Und das ist ein Anlass zu einer Feier. Nun ist der 18. Dezember ein Montag. Montag sind die Museen geschlossen. Also feiere ich am 17. quasi hinein. Das ist der Sonntag am 17. Dezember. Wird also dann hier schon das Einjährige gefeiert. Und dazu lade ich alle ganz herzlich ein. Der Eintritt ist frei. Und von 11 bis 18 Uhr kann man sich das Museum hier mit allen Videoclips, mit allen QR-Codes, die an den Vitrinen sind, anschauen. Man hat viel Zeit. Es gibt einen wunderbaren Film, den ich vor vielen Jahren fürs deutsche Fernsehen mit einem niederländischen Kollegen produzieren konnte. Die Kunst der Täuschung, ein sehr schöner Film über die Zaubergeschichte, der heute eigentlich immer noch sehr aktuell ist. All dies kann man also am 17. Dezember hier auf fast unbeschränkte Zeit, natürlich auch nach Platzangebot, erleben. Was mich zu der Frage bringt, was ist denn eigentlich ein Museum? Das ist ein Museum. Das ist ja für manche vielleicht so eine spannende Frage. Es gibt viele Privatsammlungen, die nennen sich auch Museen. Aber Museum ist auch ein fester Begriff. Laut Wikipedia wurde also eine Definition veröffentlicht. Ein Museum ist grundsätzlich eine öffentlich zugängliche Sammlung von Kulturgütern. Gut, das ist natürlich hier die Zauberkunst in dem Fall. Und in der Mitte dieses Jahres hat das Nationalkomitee von internationalen Museen nun noch folgende Definition hinzugefügt. Ein Museum ist eine nicht gewinnorientierte, dauerhafte Institution im Dienste der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Auch das ist, glaube ich, hier in diesem Museum gegeben. Wichtig dabei ist noch öffentlich zugänglich, barrierefrei und inklusiv fördern Museen Diversität und Nachhaltigkeit. Nun, das gebe ich hier auch im Museum Bellachini. Die Museen arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und partizipativ mit Communities. Das ist auch gegeben. Natürlich wird hier sehr ethisch gearbeitet und professionell vor allen Dingen. An vielen Stellen kann man diese Professionalität hier erkennen in dem Museum. Museen ermöglichen vielfältige Erfahrungen hinsichtlich Bildung, Freude, Reflexion und Wissensaustausch. Ja, all das versuche ich natürlich und leiste ich auch mit diesem Museum Bellachini. Es gibt, wie in jedem Museum, es gibt eine Kurzführung, in der ich den Lageplan zeige und angebe, was dort zu finden ist. Es gibt die am 10 häufigsten gestellten Fragen hinten schon beantwortet. Und diese Kurzführung, die gibt es auch in Englisch. Das ist dann a quick guide. Und es gibt auch im Museum Bellachini wieder eine Museumsrallye, jetzt natürlich auch abgestimmt auf die Sonderausstellung von Alexander Adrian. Ja, all das erfreut mich, dass ich das in diesem Museum zeigen kann. Und ich habe ja reichlich Besucher. Ich habe bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt rund 1800 Besucher schon gehabt. Und das erste Jahr ist noch nicht ganz abgeschlossen. Also es können noch welche kommen. Am 17. Dezember rennen mir vielleicht die Zuschauer hier wieder die Bude ein. So wie bei dem letzten Museumstag See for Free. Da hatte ich hier 285 Gäste, die zum Teil 2 Stunden lang gewartet haben. Ja, und dann gibt es aber auch Menschen, die das anders sehen. Es gibt nämlich ein Faltblatt in Hamburg, das seit vielen Jahren existiert. Das nennt sich Kunst in Hamburg. Und da werden Museen und Kunstinstitutionen aufgeführt. Es werden Künstlerhäuser aufgeführt. Es werden Galerien aufgeführt. Es werden weitere Ausstellungsorte aufgeführt. Die Einteilung ist für mich nicht ganz ersichtlich. So stehe ich zum Beispiel nicht unter Museum. Ich stehe nicht unter Museum. Warum? Ist mir nicht ersichtlich, sondern ich stehe unter weitere Ausstellungsorte. Das finde ich auch, ehrlich gestanden, ein bisschen unrespektierlich.
Die Zauberkunst, weiß ich, ist von der Redaktion hier sehr oft schon, sagen wir mal, mit anderen Augen angesehen worden. Als ich meine Kunstgalerie noch hatte, habe ich auch Jahre, wirklich Jahre gebraucht, um unter der Rubrik Galerie aufgeführt zu werden und nicht unter weitere Ausstellungsräume. Nicht? Und dann wurde mir sogar einmal gesagt, ja, Zauberei hat nichts mit Kunst zu tun. Das fand ich schon sehr überheblich, nicht? Wie man sich darüber hinwegsetzt und selber bestimmen will, was ist Kunst und was ist nicht Kunst. Und ich meine, dass Zauberei eine Kunst ist, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Es gibt genügend Beispiele in der bildenden Kunst, angefangen mit Hieronymus Bosch Bild natürlich, der Gaukler und viele, viele anderen und Zauberei in der Literatur. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es gibt halt eine Redaktion hier in Hamburg, die sagt, nee, das ist für uns offensichtlich keine Kunst. Und da werde ich natürlich immer wieder gefordert. Und ich habe jetzt auch abgelehnt, in diesem Faltblatt unter weitere Ausstellungsräume aufgeführt zu werden. Ich bin ein Museum, darauf bestehe ich. Ich habe regelmäßige Öffnungszeiten. Die Gäste können all das erwarten, was Wikipedia als Museum definiert. Und da finde ich, gibt es keinen Weg dran vorbei. Gut, das ist genug der Sache. Ich freue mich auf den 17. Dezember ab 11 Uhr. Freue ich mich hier auf die Gäste zu einer kleinen Geburtstagsfeier oder großen Geburtstagsfeier. Es gibt auch für jeden Gast ein Zauberkunststück, das er dann zu Hause nachvollziehen kann, so als kleines Geschenk. Und dann wollen wir mal schauen, wie das nächste Jahr gehen wird, weitergehen wird. Auf jeden Fall, ich bin bereit. Das Museum ist ziemlich sicher, eigentlich ganz sicher. Auch der Förderverein ist ja inzwischen gegründet worden und auch da gibt es Mitglieder. Das freut mich auch sehr. Also alles in allem eine schöne, runde Sache. Wunderbarer Anlass für ein Jahr Zaubermuseum Bellachini zu feiern. Also ich freue mich auf Sie, ich freue mich auf euch. Bis dann.